Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Ihr seht, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Es geht heute nach Mettmann, beziehungsweise nach Solingen. Wir lassen den Dick ein bisschen pimpen und danach geht's noch zu Gefu. Wir sind mal wieder ein bisschen unterwegs, ne? Relativ spontan. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Jo, wir haben die erste Strecke schon gestartet. Das sind mal geschmeidige 550 Kilometer. Ich habe das große Glück, dass meine wundervolle Frau heute für mich fährt. Hat aber auch einen kleinen Hintergrund. Ne? Heute geht's los und gestern, bam, hat mich die Hexe gestochen. Also einen schönen Hexenschuss abgekriegt. Ich dachte schon, die ganze Reise fällt platt. Ich habe heute Morgen noch einen Arzt kontaktiert. Der ist dann zu mir gekommen, hat mir nochmal 3 Spritzen in den Rücken gejagt, weil ich einfach... Eigentlich konnte ich gar nicht mehr aufstehen heute Morgen. Katastrophe. Jetzt wird es langsam ein bisschen besser, aber Autofahren war nicht so geil. Vor allen Dingen habe ich noch einen kleinen Cocktail bekommen an Schmerztabletten. Mir geht's gut. Aber Autofahren, naja. So, 550 Kilometer. Wir starten die Reise. Erster Zwischenstopp ist das Roadstop Motel in Mettmann. Da waren wir letztes Jahr schon mal. Sehr, sehr schönes amerikanisches Hotel mit einem Saloon quasi. Also gute amerikanische Küche und schöne Getränke. Da werden wir jetzt hinfahren und... Bleibt einfach dran, wenn ihr Bock drauf habt. Mit Grillen wird ihr diesmal nicht so viel zu tun haben. Na, zack, Zeitsprung, Freunde. Wir haben Glück heute. Die Strecke ist relativ frei. Wir kommen richtig gut durch, haben jetzt noch 151 Kilometer vor uns und sind dann auch um knapp 19 Uhr in Mettmann im Roadstop. Da werden wir auf jeden Fall heute Abend schon mal was essen und trinken gehen. Und dann checken wir noch unser Zimmer. Und morgen geht es dann zur RTR in Solingen, also zur Ram Truck Ranch. Und da gibt es für den Dicken ein paar Updates. Lasst euch überraschen, was ich alles neu kriege. Zum Geburtstag, oder Baby? Ja. Ja, da sind ein paar Geburtstagsgeschenke für mich dabei. Ich freue mich. Und zack, angekommen. Oh, kurze Roomtour. Klein, aber fein. Sehr, sehr niedliches Zimmer. Wir haben uns für Jeans entschieden dieses Mal. Also alles in Demi-Look. So, zack. Ja, Waschbecken, große Dusche, ja, Bettchen. Oh, alles sehr, sehr schick hier. Ja, und Toilette. Reicht uns völlig aus. So, wir legen jetzt kurz ab und dann gehen wir essen, ne? Ja. Ja, eine super abwechslungsreiche amerikanische Karte. Wir starten heute mit Fingerfood, weil wir morgen nochmal hier essen werden. Also wird es Nachos geben, Red Hot Chili Peppers, Mozzarella Sticks, Onion Rings. Ich werde mir noch so ein Wrap hier holen und dann wird erstmal gespeist ordentlich. Ja, cheers, Freunde. Ja, und so sieht das aus, wenn es angekommen ist. Guck mal, hier so ein wunderschöner Chicken Rub. Red Hot Sticks, Mozzarella, Onion, Nachos. Wir lassen uns jetzt schmecken, würde ich sagen. Reinhauen. Jo, war alles super lecker. Jetzt gibt es noch einen Afterdrink, einen kleinen Godfather. Und dann wird es für heute ins Bett gehen. Ich glaube, wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Wir sind erwacht, heute mal mit einer Hotelzimmeroptik. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen in meinem Demin-Zimmer, obwohl ich ja immer noch diese Rückenprobleme habe. Na ja, gut, wir gucken mal, wie sich der Tag heute entwickelt. Roadstop Motel in Mettmann, kann ich nur wieder sagen. Schöne Zimmer, geiles Restaurant, sehr, sehr gutes Essen. Ich kann euch hier oben mal den Vlog vom letzten Mal einblenden, da habe ich auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Die Themenzimmer sind hier ganz, ganz verschieden. Hier gibt es alles mögliche. Hier gibt es noch ein Footballzimmer, ein Knastzimmer, ein Road 66, ein Las Vegas Zimmer, eine Präsidentensuite, alles mögliche. Alles wunderschön thematisch abgestimmt. So, wir werden jetzt unter die Dusche springen, uns einen Kaffee und vielleicht einen Toast holen. Und dann geht's nach Solingen zu RTR. Da wird heute der Dicke ein bisschen aufgestrapst. Bis gleich. Als allererstes gibt es hier mal einen Kaffee für uns, glaube ich. Wir müssen. Wenn. Ah, sehr schön. Vielleicht kriegen wir noch einen Toast oder ein paar Eier. Ah, schön hier morgens. Sehr, sehr schön. Ja, und Frühstück sieht auch sehr, sehr gut aus. Alles, was das Herz begehrt. Wir werden jetzt mal abwatzen. Ah, zack, Freunde. So, 7.38 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Solingen zur RTR.
Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Wir haben hier nämlich Sturmwarnung, extreme Orkanwarnung in Mettmann. Da bin ich ganz froh, dass der Dicke heute mal in der Werkstatt steht. Wie gestern schon angesprochen, wir werden machen lassen die RTR-Auspuffanlage, damit hier auch richtig mal Sound rauskommt. Ich werde mal gucken, ob ich nachher noch so einen Vorher-Nachher-Vergleich für euch drehen kann. In 300 Metern fahren Sie gerade über den Kreisverkehr, über die zweite Ausfahrt auf den Südring. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. So, dann werden wir machen Ladeflächenabdeckung. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Retrax, glaube ich, ist so ein Rollo. Und ein Badstep werde ich bekommen. Nehmen Sie die zweite Ausfahrt Richtung Wuppertal. Ja, ist das gut? Ja? Ja, und ein Badstep, also so eine Stufe hinten, damit ich besser auf die Ladefläche raufkomme, ich alter Mann. Das werden wir heute alles bei RTR machen lassen. Ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, das ist auch schon mein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Und Weihnachten mehr ist auch nicht drin. Und, wie wir jetzt gerade sehen, da ist auch schon der erste umgestürzte Baum auf der Straße. Herzlichen Glückwunsch dazu. Toll. So, die Gegenspur kommt rum. Mal gucken, ob ich euch das noch zeigen kann. Da hat es, glaube ich, auch gerade ein Auto getroffen. Ja, ich habe nicht umsonst gesagt, Unwetterwarnung. Ja, also da haben wir es gerade dran vorbei geschafft. Ich hoffe, wir haben uns nicht die ganze Seite aufgerissen gerade. Ja, ab in die Garage, würde ich sagen, Freunde. Ne? Safety first. Na, und wir sind angekommen im Wunderland RTR. Sehr, sehr schön. Wir werden jetzt mal gucken, was wir dem Dicken noch so verpassen können heute. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, also nochmal ein kleiner Soundcheck vorher, Freunde. Ah, man hört schon was, aber wir hoffen natürlich, dass es später deutlich mehr wird. Na so, der Dicke ist abgeheben. Wir haben jetzt auch einen schönen Leihwagen bekommen hier. Seat, was ist das? Leon? RF oder sowas. Schön neu, alles sehr, sehr digital und ein Schalter. Sassi hat richtig Spaß heute. Wir fahren jetzt erstmal zurück ins Hotel. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass wir doch im falschen Zimmer eingecheckt haben. Ich hätte das hier nehmen sollen. Also beim nächsten Mal Memo an mich selbst, Bierbar in Mettmann. Okay. Wir haben uns jetzt aufgrund des Wetters und meiner Rückensituation dazu entschieden, dass wir uns der Solinger Innenstadt heute nicht nähern. Also wieder ins Hotel, wirklich mal auf entspannt machen. Entspannte Tage sind bei uns auch viel zu selten. Bisschen im Bett rumlümmeln, bisschen was lesen und um 14, 15 Uhr das Auto wieder abholen. Ja, machen wir so, ne? Hier nochmal unser wunderschönes Hotel von außen. Das ist wirklich sehr amerikanisch. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag der Entspannung und jetzt geht's zurück ins Leihauto und zurück zum Autohaus Stamm, zu RTA und gucken mal, ob unser Auto fertig geworden ist. Na, zack, Freunde, so Auto haben wir jetzt abgeholt. Hat alles perfekt geklappt. Vielen Dank nochmal an das geile Team von RTA. Ich zeige euch mal, was wir gemacht haben. Ich musste gerade schon mal eine Fahrt machen, weil ich die Auspuffanlage einfach in Bewegung hören wollte. Das kann ich euch nicht zeigen, aber ich zeige euch gleich nochmal einen Start. Wir haben verbauen lassen einmal hier das... wie heißt das Ding? Retrax XR, richtig? Retrax XR, extra für Sassi. Kofferraumabdeckung bzw. Ladeflächenabdeckung, die jetzt dafür sorgt, dass wir einen Kofferraum haben. Das war Sassi sehr wichtig. Kann man abschließen, ja, und dann aufmachen. Und guck mal hier, ja, das ist schön, oder? Lässt sich bis ganz hinten aufschieben. Das Einzige, was wir verlieren, sind hier die, naja, ich würde sagen, 30, 40 Zentimeter, aber man kann unten auch noch runterladen, also reicht uns völlig aus und für unsere Zwecke perfekt. Ja? Aufschieben, zuschieben, ja, zuklicken und abschließen. Geil. Sassi, du hast einen Kofferraum. Ja? Schön. Der größte Kofferraum der Welt. Ja? Geil. So, zack. Dann haben wir verbauen lassen einen Badstep. Das ist das Original Mopar-Teil. Den sieht man also fast gar nicht. Ich muss ein bisschen gucken wegen meinem Rücken jetzt hier. Aber. Ah, zack. Und der hält mich auch locker. Und ich bin nicht der leichteste, Freunde. Wirklich. Hm, wieder hin. Zack. Ja, und dann mein Favorite. Hier, guckt euch diese riesen Dinger an. Ist jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen größer geworden, füllt jetzt den Raum hier wunderschön aus und da würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal kurz, wenn Sassi den anmacht. Also gerne nochmal zurückspulen, hört euch mal an, wie er sich vorher angehört hat. Er war natürlich in der Halle, wir machen es jetzt mal draußen. Dann lass mal an.
Sound, so wie ich ihn haben wollte. Und das ist alles eingetragen, also alles vernünftig abgenommen für vom deutschen TÜV. Sehr, sehr schön. So, wir gehen jetzt zurück ins Hotel und dann werden wir wieder essen und anstoßen auf unsere neuen Sachen. Jo, wieder zurück im Roadstop Motel und jetzt heute mal mit einem Tisch an der Bar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben auch schon aufgetafelt. Wir werden jetzt bestellen und dann nochmal lecker essen heute. So, und futtern. Für Sassi gab es einen kleinen Caesar-Salat. Ich habe ein niedliches kleines 300 Gramm Filet. Ein bisschen Mozzarella-Sticks, ein kleines Süßchen dazu, ein bisschen Knoblauchbrot. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Rinhauen. Oh, auch heute haben wir wieder hervorragend gegessen. Also ich kann es nur empfehlen. Filet war super, Salat war super, die Beilagen waren super. Alles gut. Damit haben wir unseren Solingen-Aufenthalt auch schon abgeschlossen. Wir hüpfen jetzt in die Haier. Vielleicht gibt es noch einen Absäckerkin und dann geht es morgen weiter nach Eslohe ins wunderschöne Sauerland zu Gefu. Gute Nacht, bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Frostige 5 Grad heute, aber wir müssen starten. Meine Frau war schon wieder schneller. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, warum liegt hier überall Stroh? Warum hast du noch nicht gefrühstückt? Ja, dann machen wir doch mal einen Kaffee, ne? So, wir frühstücken jetzt und dann geht's los ins wunderschöne Sauerland. Und hier drin wurde auch schon wunderschön Halloween-technisch dekoriert. Ja. Schade, dass wir nicht noch bleiben können und heute abreisen. Haben sie sehr, sehr schick gemacht. Moin! Moin! Oh, guckt euch das an. So, und das ist Frühstücken für Könige. Morgens um 7, komplett alleine am Buffet. Geil, so liebe ich das jetzt. Ja, wir sind startklar. Jetzt gibt es noch mal einen Kaltstart am frühen Morgen. Oh ja, das macht mich glücklich. Los geht's. Ja, und jetzt super entspannt auf dem Weg ins wunderschöne Sauerland. Und wir werden begrüßt mit wunderschönem Wetter. Die Sonne scheint tatsächlich, nichts mehr vom Sturm zu sehen. Wir freuen uns sehr auf unseren Besuch bei Gefu. Und zack, Freunde, wir sind angekommen. Bei Gefu im wunderschönen Sauerland. Guckt euch das an, was die hier hingezimmert haben. Gefu steht für Qualität, für Innovation und für Zuverlässigkeit. Und das spiegelt sich hier im Headquarter auf jeden Fall wieder. Unser starker Partner in Sachen Grill- und Küchenequipment. Wir haben heute ein bisschen was zu besprechen hier. Geht ein bisschen um die Zukunft. Ich glaube, wir gehen mal rein. Vielleicht kann ich euch auch noch ein bisschen was zeigen nachher. Wir haben den ersten gedanklichen Austausch jetzt hinter uns gebracht. Da sind viele neue Ideen dabei rausgekommen. Und da wird ordentlich was auf euch zukommen. Ich wollte euch nur mal zeigen. Also ich war jetzt hier in einem Besprechungsraum mit der geilsten Aussicht Deutschlands wahrscheinlich. Guckt euch das mal an. Ha? Also hier Sauerland in Perfektion, oder? Ich würde sofort hier einziehen, meine Lieben. Ich glaube aber, Rudolf lässt mich nicht. Aber wir versuchen es mal. Gibt ja noch ein paar Häppchen und dann zeige ich euch unten nochmal den kleinen Showroom. Sind auch wieder geile Sachen dabei. Oh, ich liebe es hier. Also ich habe hier gerade nochmal eine unglaubliche Lagerführung genossen. Das ist wirklich riesengroß hier. Wir haben ungefähr 2.500 Quadratmeter im alten Lager und dazu werden jetzt nochmal 2.500 im neuen Lager gebaut, weil hier so viel los ist. Automatisierte Bestellungsvorgänge. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Amazon. Habe ich nicht gesagt jetzt, oder? Hier ist wirklich, das ist ein Wunderland. Also gebt mir mal einen Einkaufswagen, geh noch ein bisschen shoppen. So, und ich darf sogar auch noch mal ein bisschen was verpacken hier heute. Guck mal, so hätten wir das gerne bei uns. Alles automatisch. Ich sag das ist Wunder. Was ist denn die Wunder, Leute? Ihr merkt schon, das ist hier ein bisschen viel Werbung heute, aber ich bin halt auch stark begeistert. Ich stehe jetzt gerade noch mal im Showroom von Gefu und zack, hier, eigentlich am Ständer der Wahl, ne? Komplett in der Grillabteilung drin. Aber ihr seht ja in meinen Videos, da gibt es auch ganz, ganz viele andere Sachen, die viel, viel Sinn machen beim Grillen. Ob das jetzt hier unsere Schüsselchen sind mit Deckel, ob das Gewürzmühlen sind. Ihr habt hier für alles was dabei. Und, kleiner Spoiler, kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Bei Gefu könnt ihr jetzt auch gravieren lassen. Ihr könnt also unter anderem euer Werkzeug mit zum Beispiel meinem Logo, das sollte ab Sonntag, also ab heute eigentlich auch funktionieren, oder mit euren Namen gravieren lassen. Und es geht auf fast allen Produkten von Gefu, die Edelstahl drauf haben. Also auch zum Beispiel sowas hier. Ne? Ihr könnt den praktischen Speedwing, zack, mit meinem Logo oder mit eurem Namen gravieren lassen. Also solltet ihr auf jeden Fall mal auf der Gefu-Seite bleiben und da kommt auch eine Menge mehr. Im nächsten Jahr wird es auch ein paar Neuigkeiten geben, da haben wir heute schon ein bisschen dran getüftelt. Es wird geil. Seid gespannt und behaltet mich und Gefu auf jeden Fall im Auge. Also wir hatten hier einen wunderschönen kleinen Nachmittag heute. Wir haben richtig viel erfahren, für mich sehr, sehr beeindruckend, was hier alles so geht und wie das alles läuft. Und jetzt gibt es sogar noch was zu essen, also besser könnte es eigentlich nicht laufen. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, weil es ist kein Grill da.
Naja gut, ne? Das verzeihen wir euch jetzt mal. Also beim nächsten Mal wird, glaube ich, ein Grill hier stehen. Jetzt gibt es noch ein bisschen lecker Antipasti und heute Abend geht mit meiner Frau auch noch schön essen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Wir sehen uns ein bisschen später wieder, ich muss jetzt hier erstmal reinhauen. So Freunde, wir sind angekommen nach 30 Kilometern Willingen, Residenz Itterbach. In diesem wunderschönen Haus werden wir heute nächtigen. Und Freunde, das ist eine Roomtour wert. Ich war gerade schon mal drin. Da haben wir mal hart auf die Kacke gehauen. Ja, wir werden mal reingehen. Die ganze Nummer ist hier sehr sweetenlastig, würde ich sagen. Und wir rein spaziert. Und das ist auch schon unsere. Tada! Oh. Das Entree, Freunde. Das ist ja ein bisschen größer, das Zimmerchen, ne? Also, wir folgen mal dem Flur. Wir haben hier, ne, Schlafzimmer Numero Uno. Sehr, sehr schick. Dezenter Holzton. Mhm. Schlafzimmer Nummer 2. Das heißt, Saskia und ich können heute getrennt schlafen. Endlich habe ich mal meine Ruhe. Ja, ich glaube, wir haben hier, was sind das, knappe 70 Quadratmeter? Naja, so, dann ein Badezimmer in Marmor gehalten, echt, ja, sehr, sehr schick. Große Badewanne, WC, ja, der Lüfter ist ein bisschen laut hier gerade und eine große Dusche. Hier passen wir auch zu zweit rein und weiter geht's. Wohnzimmer, Freunde, ja, bisschen Minibar und so ein Zeugs und hier kleine Sitzecke und Sassi, ja, mach uns den Champagner auf. Wir genießen hier schon mal D-Max. Kleiner Balkon. Riesenhütte hier auf jeden Fall. Itterbach, Freunde. Die Residenz Itterbach ist bekannt für den Gutshof Itterbach, der ein sehr, sehr schönes Lokal beinhaltet mit einer sehr, sehr guten Küche. Da werden wir heute Nacht exquisit speisen und dann hier nochmal richtig auf entspannt machen. Na, mal gucken. So, und zu trinken haben wir auch was gefunden. Stößchen, junge Frau. Auf eine wunderschöne Nacht. Jedes Bier schmeckt besser. Nee, das lassen wir heute. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Kurz nach 8 Uhr. Wir haben sehr, sehr gut geschlafen. Die Betten haben ordentlich was hergegeben. Das Essen gestern, ich habe euch ja nicht mehr viel zeigen können, war sehr, sehr, sehr lecker. Service war auch gut. Preis-Leistung super in Ordnung. Ambiente kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ich hätte mir noch eine Kerze erwünscht. Aber ansonsten kann man das mal machen. So, wir werden jetzt noch mal zum Frühstück rüberlaufen. Nein, wir fahren rüber, oder? Um 8 Uhr früh in Willingen. Kaltstart. Morgen! Und nochmal rein. Ah, Gutshof Itterbach zum Frühstückcheck. Ja, also Frühstück, Freunde. Sieht auch fantastisch aus, was wir hier aufgetafelt haben. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also, wir werden jetzt frühstücken und dann geht's wieder auf die Rückreise heute. Oh, sieht aber wirklich lecker aus. Also optisch ist die Heimfahrt schon mal ein Highlight. Wir haben ja schon alles gesehen. Kasseler Berge hier, Fock, der Nebel des Grauens. Ist alles dabei. Die Autobahn ist frei, wir kommen gut durch. Ich denke mal, wir sind schon gegen 14, 15 Uhr zu Hause. Das freut mich. Zack, Freunde. Geschmeidige 5 Stunden. War eine schöne Rückfahrt. Wir sind wieder im Hauptquartier und ich bin wieder bei meinem Grill. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Aber wir hatten wirklich 4 wunderschöne Tage. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an das ganze Team von GEFU. Ihr habt uns herzlich aufgenommen. Ist wunderschön bei euch im Sauerland. Vielen, vielen lieben Dank an das Team von RTR für die geile Arbeit an meinem Auto. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, ballert Kommentare über ein Like und ein Abo. Würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Nächstes Mal gibt es wieder was vom Grill.